Jimmy Blue Ochsenknecht gewährt tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Offenbar hatte der frisch gebackene Vater vor nicht allzu langer Zeit mit Geldproblemen zu kämpfen, wie er jetzt offenbart. Das vergangene Jahr war laut eigener Aussage turbulent für Jimmy Blue Ochsenknecht 29. Das liegt vermutlich nicht zuletzt an seiner On-Off-Liebe mit Jelis K.O.C. 27, die nach rund einem Jahr zwar endete, jedoch am 2. Oktober 2021 auch das gemeinsame Töchterchen Snoelani hervorbrachte. Die Erlebnisse der vergangenen Monate verarbeitet der Schauspieler und Moderator auch in der neuen Serie Diese Ochsenknechts, für die er mit Mutter Natascha Ochsenknecht, 57, Oma Bärbel, und seinen Geschwistern Wilson Gonzales, 31, und Cheyenne Savannah, 21, vor der Kamera stand. Jimmy Blue Ochsenknecht über sein turbulentes Jahr. Die illustre Großfamilie lässt ZuschauerInnen und Fans in der Doku nicht nur an ihrem Alltag teilhaben, es werden auch ernste und sehr private Themen angesprochen. Die letzten Jahre, vor allem letztes Jahr, waren für mich privat aber auch beruflich sehr turbulent. Punkt. Mit vielen Tiefen, schlussendlich aber auch mit sehr vielen Höhen, wie zum Beispiel die Geburt von meiner Tochter. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich, erzählt Jimmy Blue via Instagram-Botschaft. Der Ex von Jelis K.O.C. spricht erstmals über Geldprobleme, doch neben seinem Vaterglück thematisiert der 29-Jährige erstmals auch Aspekte seines Lebens, die bislang im Verborgenen blieben. Und ich werde Themen ansprechen, über die ich öffentlich sonst nie geredet habe, weil mir das einfach unangenehm war. Wie zum Beispiel die Geldprobleme, die ich hatte, so seine überraschend ehrlichen Worte. Dass es Jimmy Blue finanziell schlecht zu gehen schien, wird auch langjährige Fans sicherlich überraschen. Doch gerade deshalb will er auch die schweren Themen nun offen ansprechen. Es wird von meiner Sicht super ehrlich sein, ich werde auch über meine Gefühle und so weiter reden und euch Einblick verschaffen in mein Privatleben. Um die Erfahrung natürlich auch zu nutzen, um andere stärker zu machen.